Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich einen sehr, sehr tollen Tipp für euch. Und zwar ist das etwas, was ich schon seit mehreren Monaten mache und was in meinem Leben sehr viel Gutes bewirkt hat. Ja? Und zwar ist das die 3+3-Formel. Und zwar schreibe ich mir jeden Abend auf, was an dem Tag besonders gut war und was ich am nächsten Tag erreichen möchte. Ja? Also 3 Dinge, die toll waren und 3 Dinge, die ich am nächsten Tag machen möchte. Deswegen 3+3-Formel. Ja? Und ich habe da ein Blatt Papier für die ganze Woche und ich habe mir auf die linke Seite schreibe ich mir die Tage auf: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ui, apropos Sonntag, Sonne. Jetzt kommt die Sonne raus. Ui, ich bin erleuchtet. Ah. Genau, also die erste Komponente ist für jeden Tag in der Woche, also immer am Abend, sich hinzusetzen und jetzt ist zum Beispiel Dienstag und dann schreibe ich mir auf, heute Abend für Dienstag schreibe ich mir auf, was sind die 3 besten Dinge, die heute passiert sind. Ja? Und es wurde auch schon in vielen Studien gezeigt, dass diese Praxis etwas ist, was die Menschen wirklich glücklicher macht. Ja? Also von allen Dingen, die man machen kann, um glücklicher zu werden im Leben, ja, ist es, sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Ja? Das ist ein Dankbarkeitstagebuch, was ich da mache. Ja? Und das kann ich nur empfehlen. Ja? Am Abend die 3 besten Dinge, die am Tag passiert sind, beziehungsweise die 3 Top-Dinge, die 3 Hauptdinge, für die ich dankbar bin. Ja? Und das ist wirklich eine Gewohnheit, die man sich erst angewöhnen muss. Ne? Dankbar zu sein für das, was man im Leben so hat. Ja? Und ich denke, man hat immer irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Sei es die Gesundheit oder sei es auch einfach nur, dass man dass man etwas zu essen hat, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man nicht Hunger leiden muss, all sowas. Ne? Und ich denke, ihr habt noch viel, viel mehr, worüber ihr dankbar sein könnt. Und ich denke, je mehr man sich dessen bewusst ist, je mehr man sich bewusst ist, wofür man alles dankbar sein kann, desto glücklicher wird man. Ja? Also das ist die erste Hälfte von der 3+3-Formel, die 3 besten Dinge des Tages aufzuschreiben. Und die zweite Komponente ist es, sich zu überlegen, okay, welche 3 Dinge möchte ich morgen erledigen? Ja? Wenn ich morgen nur 3 Dinge schaffe, ja, welche sollen das sein? Und das ist auch eine sehr nützliche Praxis, die ich auch total toll finde, wenn ich wirklich mich darauf konzentriere, okay, diese 3 Dinge möchte ich schaffen. Ja? Und dann bleibe ich auch fokussierter auf diese Dinge. Ja? Ich lenke mich nicht zu sehr ab. Ja? Es fällt mir schwerer zu prokrastinieren. Ja? Ich prokrastiniere nicht so sehr, weil ich weiß, okay, diese 3 Dinge möchte ich schaffen. Ja? Wenn ich nichts anderes schaffe, aber diese 3 Dinge, dann bin ich glücklich. Ja? Natürlich, manchmal schaffe ich die nicht alle und manchmal kommen mir Dinge dazwischen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, mir zu sagen, na gut, okay. Ich möchte nicht so streng mit mir sein, ja, indem ich nicht sage, so, oh, du musst das aber schaffen und sonst bist du schlecht oder so. Sondern, nein, die Dinge sind die, die ich mir als Ziel gesetzt habe. Und wenn ich die Ziele nicht erreiche, na, das passiert auch mal, ja. Und dass man das auch akzeptiert. Und wirklich diese Kombination wirklich von diesen 3 Dankbarkeitsideen, diese 3 Dankbarkeitsgedanken und die 3
Dinge, die ich mir vornehme. Diese beiden Dinge zusammen haben mir sehr viel in meinem Leben geholfen. Und ich mache das schon seit mehreren Monaten. Also ich mache das jede Woche, dass ich mir ein Blatt Papier ausdrücke, dass ich, wo steht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann die drei Dinge, die ich machen möchte. Und dann die drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und das ist einfach total toll. Also damit kann ich wirklich, da habe ich wirklich das Gefühl, sehr viel voranzukommen in meinem Leben. Ja, weil ich einmal weiß, okay, es gibt, selbst wenn der Tag vielleicht nicht so gut war, ja, dann denke ich mir trotzdem, hey, aber ich habe das und das und das geschafft, ja, oder auch zumindest, selbst wenn ich nichts geschafft habe, ja, einfach nur dem Gehirn die Frage zu stellen, ja, wofür bin ich dankbar, was sind wirklich die besten Dinge, dann denke ich auf einmal sehr viel positiver. Ja, weil das Gehirn nämlich so funktioniert. Das Gehirn funktioniert so, dass es immer die negativen Dinge versucht zu finden. Ja, das ist von der Evolution her so, dass wir natürlich als Menschen immer Probleme lösen wollen. Ja, und wir wollen auch Gefahren erkennen. Deswegen denkt das Gehirn immer, okay, wo sind Probleme? Wo sind schlechte Dinge? Wo sind schlechte Dinge? Ja, aber das Gute ist, dass wenn wir dem Gehirn eine Frage stellen, dann will das Gehirn auch schnell die Antwort finden. Okay, eine Frage. Wie ist die Antwort? Wie ist die Antwort? Und deswegen ist es so hilfreich, sich am Ende des Tages zu fragen, wofür bin ich dankbar? Ja? Und dann trainiert man das Gehirn, positiv zu denken. Und dann ist man glücklicher, dann startet man wirklich viel besser in den nächsten Tag und dann kann man auch viel mehr erreichen. Probiert es aus, wenn ihr wollt. Sag Bescheid, wie es läuft für dich. Sag Bescheid, ob es hilfreich ist für dich oder nicht. Und ich hoffe, dies war hilfreich für dich und wir sehen uns morgen. Tschüss!